Traditioneller chinesischer Tanz lenkte nur für kurze Zeit die Teilnehmer von den ernsten Konferenzgesprächen ab. Das Freedom Dinner Asia 2014 war der Abschluss der Economic Freedom Network Asia Conference. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit war der Geburtshelfer und ist seitdem Hauptunterstützer dieses Netzwerks von freien Marktwirtschaftlern. Thinktanks, Politiker, Geschäftsleute und Akademiker von der Mongolei bis zu den Malediven, von Pakistan zu den Philippinen finden sich hier alljährlich zum Gedankenaustausch zusammen. In diesem Jahr diskutierten die Teilnehmer das Motto Liberalism, Promoting Growth, Reducing Inequality. Zum selben Thema fanden sich nachts auch liberale Politiker aus Asien, organisiert im Council of Asian Liberals and Democrats, abgekürzt CALT, zusammen. Auch bei diesem Netzwerk stand FNF Pate und es hat sich im 21. Jahr seiner Existenz zu einer durchaus wirksamen Plattform des Austauschs und rationalen Lobbyings gemausert. Mit dabei waren Delegierte von Liberal International, die Zusammenkunft auch für ihr Execcom-Meeting nutzten. Nach dem intensiven Austausch der beiden regionalen Partnernetzwerke trafen sich die deutschsprachigen FNF-Arbeiter Südost- und Ostasiens zu ihrer Regionalfachtagung. Mit dabei war dieses Mal Dr. Wolfgang Gerhardt. Gerade zuvor in seinem Amt als Vorsitzender des FNF-Vorstandes bestätigt, berichtete Gerhardt von der neuen Zusammensetzung und Aufgabenverteilung des Vorstands. Auch die Pläne zur effektiveren Wirkung bei deutschen Zielgruppen standen bei ihm im Fokus. Nicht nur lauschte er dann interessiert den Berichten aus den einzelnen Ländern und den regionalen Aktivitäten, sondern gab seinen eigenen Input. Auf PowerPoint-Präsentationen verzichteten die FNF-Asiaten. Stattdessen setzten sie Poster ein, um dann den Fokus auf Diskussion und Austausch zu legen. Gerade Dr. Wolfgang Gerhardt nahm davon viele Gedanken mit auf, auch durch seine politischen Gespräche mit dem deutschen Generalkonsul Nikolaus Graf Lambsdorff, dem Vorsitzenden der deutschen Außenhandelskammer Eckhard Götting oder den Studenten der Protestbewegung. Mitten aus einer Regionaltagung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Hongkong, die Gespräche mit asiatischen Kollegen, mit engagierten Menschen in Hongkong und auch mit unseren Mitarbeitern zeigen, dass wir eine sehr gefestigte liberale Chance in Asien haben. Es ist aus unserer Sicht, wenn wir in 60 Ländern aktiv sind, eine aktive Partnerschaft von den Philippinen bis Bangkok über Indonesien bis Vietnam. Es sind ausgezeichnete Persönlichkeiten und wir haben große Hoffnungen, dass sich hier zivilgesellschaftliche Entwicklungen mehr und mehr durchsetzen. Im Übrigen auch hier in Hongkong, wo wir gegenwärtig sind und wo diese Demonstration ja zeigt, dass ein großer Wille da ist, auf einen Weg zur gefestigten Demokratie zu gehen. Nicht fehlen dürfen bei einer Regionaltagung Fragen zu Finanzen und Administration. Wir bekommen wirklich immer die gleichen Fragen wieder. Es ist ganz erstaunlich. Und das meiste davon wird durch unser Handbuch beantwortet. Also bitte.
Ob nun Belegprüfung oder Budgetplanung, eines wird klar. Das direkte Gespräch können auch moderne Bürokommunikationsmittel nicht ersetzen. Die Chancen moderner Kommunikation wurden jedoch ebenso betrachtet. Jules Maaten und Olaf Kellauf gaben theoretische Überlegungen zu strategischer Kommunikation und praktische Übungen für den Alltag. Obschon dies mit 2 Tagen die kürzeste Regionaltagung überhaupt war, konnte dieser Mini-Workshop doch noch sinnbringend untergebracht werden. Jedenfalls zeigte sich der neue Regionalbüroleiter SOA, Siegfried Herzog, durchaus zufrieden mit der Tagung. So können nun die Now-Männer und Frauen aus SOA gut synchronisiert sich erneut ihren Aufgaben für das nächste halbe Jahr widmen, bevor sie wieder in dieser oder ähnlicher Runde zusammenkommen.